Hi Leute, Forti hier. Heute geht es endlich los mit dem Zusammenbau meines neuen Monsterrechners. Und hier seht ihr die ganze Hardware, die reinkommt. Dieses MSI-Board habe ich ja bereits vorgestellt in den letzten Videos irgendwann. X99A SLI Crate Edition. Dann habe ich hier unten, das könnt ihr gerade nicht sehen, mein Silent-Gehäuse von Be Quiet. Dann als erstes kommt natürlich das Netzteil hier rein, Be Quiet ViewPower 9, 600 Watt. Warum ausgerechnet 600 Watt? Auf der Website von Be Quiet oder auch auf der Website von MSI, da findet ihr einen Rechner, mit dem ihr euch im Prinzip die Leistung, die ein oder euer zukünftiges Netzteil haben muss, errechnen könnt. Und zwar könnt ihr da alles einstellen an Hardware, was ihr habt. Was ich, 2 Grafikkarten, 5 Grafikkarten oder so, CPU und so weiter. Und dann kommt einfach raus, wie viel Leistung ihr benötigt. Und da ich auch ein bisschen, also bei mir kam irgendwas mit 420, 450 Volt, Watt natürlich raus. Und da ich ein bisschen Reserve haben möchte, habe ich mich für dieses wunderschöne Stück von Be Quiet entschieden, 600 Watt. Das Teil hat auch diverse andere Vorteile und das bauen wir gleich ein. Und falls ihr euch fragt, warum baut er sich den Rechner selber zusammen, statt sich einen im Netz zu bestellen oder was sich bei Mediamarkt zu kaufen? Die Antwort ist ganz einfach, weil ich es kann. Und weil ich es einfach spannender finde, sich die Hardware eben selber auszuwählen, selber aufeinander abzustimmen und zwar genau das, was du haben willst. Und ja, im Prinzip alles so zu machen, wie du es selbst haben willst. Kommen wir also kurz zu dem Netzteil. ViewPower 9 von Be Quiet. 600 Watt. Ich muss sagen, in der Zwischenzeit gibt es auch eine ViewPower 10 Version. Ich habe mich aber dennoch für die ältere Variante entschieden, einfach weil die neue noch ein bisschen teurer ist und ich finde, das ist auch unnötig. Auch die alte in Anführungsstrichen, die ist auch Anfang 2016 erschienen, die hat auch eine Menge geiler Features, wie zum Beispiel, also zumindest das, was hier auf der Verpackung steht und auch das, was ich mir erhoffe. Außerordentlich leiser Betrieb, ausgezeichnete Zuverlässigkeit, die hat da so ein bestimmtes Feature eingebaut, dass das Ganze auch eben zuverlässige Stromversorgung gewährleistet. Hohe Effizienz von bis zu 89%, deswegen gibt es hier auch das 80, kann man das sehen? Wahrscheinlich nicht, weil die Kamera zu langsam fokussiert. 80 plus Silver, Siegel, unterstützt Multi-GPU-Systeme. Ich habe zwar nur eine Grafikkarte, momentan, vielleicht ändert sich das irgendwann, aber auf jeden Fall habe ich die Möglichkeit und 3 Jahre Herstellergarantie. Ein weiteres sehr geiles Feature ist aber eben die Modularität. Schwieriges Wort, nämlich Kabelmanagement. Hier auf der Rückseite kann man das hier sehen. Hier, da gibt es die Möglichkeit, die Kabel, also im Prinzip nur die Kabel zu verwenden, die man auch selber braucht in dem Moment. Denn vielleicht hat nicht jeder Rechner irgendwie 5 SSDs und keine Ahnung was. Deswegen brauche ich vielleicht nicht alle Kabel, sondern kann eben die einstecken, die ich gerade für meine Hardware benötige. Also los geht's mit dem Auspacken. Tada! Hier oben haben wir noch ein bisschen Pappe, die können wir auch so wegklappen. Hier haben wir ein User Manual. Hier haben wir eben die separaten Kabel, die man, wie gesagt, je nachdem, was gebraucht wird, einstecken kann. Die sind komplett in schwarz, sowohl die Stecker als auch die Kabel. Dann haben wir hier ein Power Cable, also ein Stromkabel. Dann haben wir noch mehr Kabel hier. Das ist auch alles Mögliche. Dann haben wir ein paar Kabelbinder, falls man das Ganze auch ein bisschen befestigen will an der Seite oder hinten. Und dann kommen wir auch schon zu dem Herzstück. Und da haben wir es auch schon. Hier auf der Rückseite gibt es, wie gesagt, eben die Steckplätze für die verschiedenen Kabel. Ob man die jetzt braucht oder nicht, muss man selbst entscheiden. Aber es gibt auch fest verbaute Kabel, selbstverständlich, denn auch jedes PC-System hat natürlich ein Mainboard. Hierfür ist dieser große Stecker und eben halt CPUs. Hier haben wir einen 120 mm Be Quiet Lüfter und auf der Rückseite bzw. an der Seite, die ja aus dem Rechner hinten raus guckt, in Anführungsstrichen, je nachdem, also bei dem Gehäuse jetzt nicht, aber hier haben wir einen Powerknopf und eben den Steckplatz für das Powerkabel. Ansonsten recht dezent designt, hier ist noch ein bisschen das Be Quiet Logo so ja, eingearbeitet. Und dann stehen hier noch ein paar Angaben zu den Inputs. Nach etwas logischer Überlegung habe ich festgestellt, dass es bei meinem Tower hier, bei dem Darkbase 900, mehrere Möglichkeiten gibt, ein Netzteil zu befestigen. Zum einen
kann man hier diesen Schlitten bzw. diese Halterung rausbauen, dann hier hinten an der Rückseite des Netzteils befestigen und beides zusammen hier wieder zurück quasi schrauben mit diesen Schrauben an den Seiten. Dann kommt man aber nicht mehr auf, an die unteren Seiten dran, das heißt, das Netzteil ist nicht so ganz fest. Also das gefällt mir natürlich nicht. Ich weiß auch nicht, ob das tatsächlich so gewollt ist oder gedacht ist von Be Quiet. Denn die andere Variante ist etwas aufwendiger. Und zwar muss man hier die hinteren Gitterblenden komplett ausbauen, dann diesen Rahmen stehen bleiben, stehen lassen, dann natürlich das Netzteil mit dem Lüfter nach unten, weil sonst kann ja der Staub aus dem Gehäuse in das Netzteil hineinfallen. Das wollen wir natürlich auch nicht. So, das heißt, wir mit dem Lüfter nach unten würden wir dann das Netzteil hier so reinlegen. Mit den entsprechenden Schrauben von hinten an der Halterung zunächst, diese Halterung hier in der Mitte, befestigen, 4 Schrauben an den Ecken und dann wieder diese Gitterblenden hinten wieder davor schrauben. Und vorher natürlich dieses Netzteilkabel bzw. dieses Stromkabel, Adapter, Verlängerungsding, was auch immer, hier natürlich auch am Netzteil befestigen oder reinstecken. Das PurePower 9 Netzteil und damit das allererste Stück ist damit montiert.